Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Monster Hunter 3 Ultimate. Hallo, ihr Schiffe da hinten. Ah, Dennis, ey. Schiffe. So, weiter geht's online im Tanzierhafen. Und wir machen heute eine nette Quest aus der Queststufe 4 schon. Mhm. Welche ist denn das? Frostschaden. Frostschaden. Er jagt zwei großen Buggy in der Tundra am Tag mit gefährlicher Umgebung. Tundra-Expeditionsleiter gibt uns den Auftrag. Wir haben ihn gefunden, den Weg zum legendären Wyvern-Friedhof in der Tundra. Aber er wird von zwei Großbuggy versperrt. Mist, so nah und doch so fern macht den Weg für uns Freijäger. Jo, das machen wir. So, ich habe hier wieder meine Giginox-Rüstung. Und zwar mit den Schakalaka-Doppelklingen. Mit Lähmangriff. Wird hoffentlich jetzt ganz nett werden. Und ich mit meiner wunderbaren Kurobeko-Rüstung. Low-Rank. Low-Rank-Rüstung. Low-Rank mit einem High-Rank-Sakura-Jagdhorn. Ratian-Jagdhorn. Königin. Bist du ready? I am ready. Okay, dann können wir losgehen. Und ich habe es endlich geschafft, mir Großraum plus 2 reinzuslotten. Ist eigentlich diese, das Jagdhorn hat das Gift, oder? Das, meins? Ja, deins. Hat Feuer. Feuer. Nicht so viel wie Feuer! Das... Feuer! Feuer! Nicht so viel wie das Kurobeko, aber... Oh, ich dachte hier direkt. Natürlich werde ich direkt mal vom Buggy ignoriert. Glücklicher Junge. Erstmal ein Paint rein. So, und jetzt können wir schön... Oh, der ist relativ... Ja, der... Die sind immer so riesig im High Rank. Das ist abartig. Und das ist noch nicht mal, glaube ich, eine Krone, ne? Nee, ich glaube es auch nicht. Es sind hier zwei in einem Gebiet. Oder warum? Wo bist du? Nee, ich bin hier. Ah, nee, ich hab die Zielkamera auf dem falschen. Ich bin hier oben in 7, ne? Ja, ich bin hier. Da. Ich bin in 2. Okay, dann bist du nicht da. Oder? Nee, 3. Warte, das ist unten in der Ecke. Das auf jeden Fall bist du nicht da, wo ich bin. Ich 3 hab meinen gepaintet. Oh nein, jetzt bin ich eingesleept. Ich hab meinen gerade so schön paralysiert. Das ist schön. Kannst mal hier hinkommen? Ach, soll ich zu dir kommen? Ja. Aber wir müssen ja Double mit Gameplay spielen. Der wäre sinnvoll, wenn du einen Jagdhorn verwendest und ich paralysiert war. Das wäre natürlich... Boah, ich habe keine Ahnung, was ich hier mitspielen soll. Das ist nämlich nicht mehr Wunderbares, was Affinität erhöht, weil das nur Drachen hat. Okay. Warte, ich guck mal kurz, was ich spielen muss. Jo. Was kann ich machen? Weiß, gelb, blau. Oh mein Gott. Zweite Paralyse verpasst sogar. Gelb. Weiß, gelb, blau. Ich spiele uns mal ein Lied. Okay. Ausdauernutzung. Nichtig. Das heißt, du kannst jetzt mit deinen Doppelklingen spammen, was der. Ich kann hier so schön sliden. Boah, sag mal, die. Kannst du auch so sie Wetzen buffen oder so? Nee, das geht leider nicht. Ey, ist es denn wahr hier mit den scheiß Fasswommen? Das suckt echt, aber sowas von. Suckiger geht's bald gar nicht. Und du sagst. Stirb, du falsche Fee. Och man, jetzt ist es aber bald, gut. Ich glaube, ich breche gleich die Quest, wenn er weiter so geht. Soll ich für die nächste Quest mal eine andere Maske nehmen? Ja, da wäre ich dir sehr zu Dank verbunden. So kann man doch nicht auf die... Oder? Wir können das doch gern so machen. Der kann gern die Maske behalten, aber nur, wenn ich dann mein Bogenset nutzen darf. Nee. So, wenn ich das benutzen darf, dann darfst du auch hier weiter deine dämlichen Fassbomben die ganze Zeit werfen. Nee, geh weg mit deinen Bomben. Bomben sind cool. Bomben sind nicht cool. Siehst du, sind Bomben cool? Nein, ja, klar, sie stören. Sie stören. Kein bisschen stören. Doch, sie stören abartig. So, Doppelklingen ziehen, dämonisieren. Und aus dem Gebiet rausgehen. Ja, das macht der Dennis vielleicht, aber ich nicht. Ich weiß auch, warum ich so selten mit... Nächste Paralyse. Okay, Moment. Schnibbeli, schnibbeli und schnipp und schnapp. Duh. Bonnie Hop. Nein, was machst du? Oh, ich hab dich gerade geschützt vor der Fassbombe. Ja, klar. Iso. Komm, turn around, boom. Weg, weg, weg. Kannst du nochmal Ausdauer buffen?
Ist doch noch, oder? Nein, ist nicht mehr. Sicher? Sicher. Mein Ausdauerverlust hat wieder begonnen. Sicher? Ja, sicher, guck doch. Ah, jetzt hat meins auch wieder. Was war das nochmal? Weiß ich schon nicht. Ist dein Jagd. Weiß, blau, gelb. Ne, warte, warte, ich hab's wieder. Weiß. So und so. Und scheiße, es sind beide hier. Ja, ich hab eine Dummbombe. Lecker. Ah. Okay, geht nicht daneben. Alles klar, danke für den Buff. Dann können wir jetzt schön. Schön lecker hier. Großen Bagger auf Schiffshandel machen. Wieso ist das eigentlich so langsam, dieses dumme Schwert? Sind die gerade beide weggegangen? Ja. Zack. Ich habe auf den einen eine Dummbombe geworfen und der andere wollte auch gehen. Ist natürlich kontraproduktiv. Auch es geht. Da. Ach, du bist ja der, der als erstes sterben wird. Nein, ich wollte das nicht ausmachen. Das ist der falsche. Ich weiß. Der hier hat nur ein Horn, der andere hat kein Horn mehr. Och man, ist es denn jetzt? Nein, nein, nein. Schau mal, was ich mache. Ja, schau mal, wer dich verfolgt. Ah, Mann, ey. Du hast einen Jagdhorn und keinen Hammer. Ich weiß, aber ich nutze meinen Jagdhorn gerne als Hammer. Mit dieser schönen XA-Attacke. Ah, vierte yes. Paralyse. Och man! Dieser Scheiß verspannt mir langsam ist. Oh. Ja, du musst bestraft werden. Ja, dann ich hätte mir schön KO können, aber nein. Nicht mit. Der KO wäre sowieso kontraproduktiv gewesen. Wieso? Ja, weil er paralysiert war. Und jetzt ist ihn da mit der nur aus der Paralyse gebracht. Ey, Waff nochmal Ausdauer. Kannst du nichts anderes buffen als Ausdauer? Doch, aber nichts Sinnvolles. Nee? Nee. Nicht sowas wie Hitze und Kälteabwehr oder so? Nee, das machen meine Katzen. Oh! So, weiß, was kam dann? Dann kam die Attacke. Dann kam die Attacke. Und das wird jetzt gedudelt. Sehr schön. Krank, wenn ich schlecht mache. Nein! So. Boah, der hält aber lange aus. Ja, das ist, weil ich mit Jagdhorn spiele. Ich kann nicht mit Jagdhorn spielen. Das ist erst meine vierte Quest oder so, die ich mit Jagdhorn bezwinge. Okay. Ich habe aber schon 215 mit Hammer. Also, 216. 216. Alter. Ja. Man sieht klar, so in der Statistik, welche Waffe gemaint ist. Das ist auf jeden Fall der Hammer. Mhm. Dahinter folgen irgendwie weit abgeschlagen Doppelklingen, SNS und Langschwert. Vogelwiewernstein, auch nice. Ja, klar. Willst du gucken? Nein. Das ist jetzt schon, glaube ich, bald mein 20. Ich hab 20? Ich habe schon zwei rare. Seltenheit 9. Heißt der dann rarer Vogelwiewernstein, oder? Yep, was? Ist soweit korrekt. Wie doof. Also Ausdauer ist noch, okay. Und stirb. So, was spielen so. Wir denn hier? Ein bisschen draufschnetzeln. Bewegungsgeschwindigkeit hoch. Ja, das ist natürlich immer gut. Wenn das, ey, das musst du jetzt mal gucken, wie das abgeht mit den Doppelkling. Ah, du musst mir Ausdauer buffen. Oh, die okay. Sinkt. Oh, scheiße! Okay, warte, das war Dreieck, Kreisdreieck und erst Paralyse. Kreis und Nudel das Ding durch. Okay, jetzt hau rein, komm. Ja. Jo, super. Läuft. Und boom. Komm, jetzt hau rein. Das ist aber eine gute Taktik, so du buffst Ausdauer und ich hier mit den Doppelklingen.
Das läuft. Alter. Ey, weißt du, was wir gleich mal machen werden? Willst du nicht gerade noch irgendwas buffen, irgendwas Sinnvolles? Ich habe hier eigentlich nur zwei sinnvolle Buffs. Das ist einmal diese Bewegungsgeschwindigkeit. Ja genau, Bewegungsgeschwindigkeit. Jetzt kannst du auch noch buffen. Habe ich doch gerade eben gebufft. Nee, ich merke davon gerade nichts. Ich habe das schon gebufft. Ich merke davon echt nichts. Warte, das war weiß war das. Nochmal. Und jetzt Rattatam. Was? Wieso kann ich jetzt... das verstehe ich jetzt nicht. Wie viele verschiedene Sachen kann man damit jetzt spielen mit Weiß-Weiß? Weiß-Weiß ist eine sogenannte Selbstverbesserung, oder? Das war jetzt Angriffsablenkungsschutz. Ja, ist am Fechten. Wie habe ich denn gerade das andere gespielt? Das war das Blau-Blau? Dritte Paralyse. Ha, lol. Und jetzt war der Boom. Oh, du musst Ausdauer buffen, schnell! Moment. Du musst Ausdauer buffen. Warte, ich buff jetzt erstmal gelb. Keine Ahnung, was das bringt. Schallwellen. Nein, mein Dämonenmodus ist vorbei. Nein, niemals. Zuerst das, dann das und jetzt das und null das Ding noch durch. Gracias. Er humpelt. Nein, er darf nicht entkommen. Sag mal, da hüpft da so ein kleiner, wild gewordener Typ vor mir her. Komm, Chacha, leg eine Falle. Komm. So bewegt man sich heutzutage fort, ja. So. Wirkung des Wärmeeffekts vorbei. Ich nehme jetzt bestimmt nichts Neues mehr. Dein Chat schon eine Falle gelegt? Ne, ich glaube noch nicht. Gibt's ja nicht. Ich weiß aber nicht. Ah, doch, da. Ich habe gerade gesehen, wie eine geplaced wurde. Ich würde sagen, Cap, oder? Jo. Dann cap ich den mal. Wenn ich jetzt noch dazu komme. Weil dieses Scheiß. So. Also, man sieht, man kann diese Raptor-Viecher, Yagi, Buggy, Froggy wohl in diese Fallen reingehen lassen. Ja. Das hat mich, das war nämlich bis jetzt in den Monster Hunter, die ich gespielt habe, nämlich nie so. Da konnten diese Raptoren nämlich nie in Fall gut gehen. Aha. Stand in der Beschreibung immer, die wären zu leicht. Ach so, aha. Ich dachte, das wäre ja genauso, aber dem ist ja nicht mehr so. Von oben sieht das voll ekelhaft aus, ne? Was? Der Buggy? Mhm. Ja, geht. Wenn der da so halb in der Falle drin ist. Einfach ekelhaft. Angriffsablenkungsschutz. Ja, was sammelt der hier? Anonymer Shell, war doch kein Schwein. Was haben wir denn da jetzt wieder Leckeres? Komm, Spiel. Hier, lecker Vogelscheuchen. Schakalaka Vogelscheuchen. Ich finde die Doppelklinge ja cool. Weißt du, was wir gleich mal machen werden? Was denn? Ich werde die auch mal nehmen. Oh no! Doch, wir werden das mal zusammen machen. Dann geht das so wie mit dem Google in der Arena. Wobei das mit denen hier noch besser gegangen wäre, weil die viel mehr Paralyse haben als die Google-Lähm-Spieße. Ich weiß es nicht. Oh, geil, guck mal, wieder ein Vogel. Wie ich auch. Das ist jetzt schon mein 10. Nein. Mein 11. Ich habe 2 in der Belohnung. Ich auch. Jetzt habe ich schon 11. Oh, neuer Rekord. Cool. Oh, war der klein. Fortspeichern immer wieder gerne. Sollte man öfters schon einmal machen oder gemacht haben. Ab und zu, das reicht. So. Dann ist es gar nicht noch auf Quest. Genau. Ich würde sagen, wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt. Ja, genau, wir gejagt werden. Also bis dann. Und adios. Muchachos.